Gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Hallo zusammen, zurück bei Horizon Zero Dawn. Angriff! Ich nehme mal noch schnell Sachen mit. Pass auf die Räuber auf! Sie sind verrückt geworden! Ich nehme mal das große Vieh. Ah! Aua! Nein! Was? Hau ab! Nein! Was? Kann ich hier nicht irgendwo raufklettern? Nein, kann ich nicht. Oh. So, den haben wir. Ja, mal noch schnell herstellen. Die Dinger sind wahrscheinlich besser. Wo ist er? Ah! Von hier oben? Nein? Schade. Ja, der hat auch nicht abgesehen. Ich kann nicht aufs Haus. Schade. Ich kann von da oben. So, den haben wir. Gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! So, jetzt nehmen wir aber erstmal hier noch ein paar Sachen mit. Und dann gucken wir gleich nochmal in unsere Fähigkeiten. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Die weiden wir hier auch mal aus. So. Und was drin, was dann? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ach so. So, haben wir jetzt alles? Hier ist noch einer. Nee, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Fertigkeiten hier oben. Lass mich 3 Punkte bekommen. Unauffällig. Das ist doch ganz gut. Jetzt haben wir noch einen Punkt. So, das hätten wir auch. Inventar herstellen. Was hätten wir hier noch? Schaden?
11% oder 21%. So, okay. Das modifizieren wir mal auch. Nee, da können wir gar nichts modifizieren, okay. Und hier? Nein. Tragekapazität. Herstellen. So. Dann können wir nämlich jetzt gleich die Viecher nochmal. So, da haben wir jetzt genug. Schockpfeile machen wir noch ein paar. Da haben wir genug. Dann können wir doch hier gleich nochmal die Viecher ausnehmen. Das, was wir jetzt quasi. So, seht ihr? Da hinten war auch noch einer. Das war eine Kiste. So, habe ich jetzt. Nee, da hinten ist noch einer. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal einfach weiter. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Ja. Können wir ja machen. Wer ist das? Ein Händler. Okay, Outfits. Haben wir denn genug? Da haben wir nicht genug für den mittleren Teil. Beschützerin, Jägerin, Überlebende. Wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen. Extreme Bedingungen. Dient der Tarnung. Metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Nehmen wir mal hier das mit der Tarnung. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Nee, nicht bei den Fertigkeiten, sondern bei den Outfits. Konnten wir ja hier. Hab ich das jetzt. Nee, da. Modifikationen, achso, hier. Was war denn hier für eine Kiste? Hier war auch eine Kiste. Spezialobjekte. Nein. Jetzt nicht. Das sind die Sachen, die wir auf. Okay. Yes. Jetzt habe ich genug rumgespielt hier. Das gucke ich mir irgendwann mal in Ruhe alles an. Unterwegs noch ein bisschen. Hier ist Olara, deine Schwester. Nützlich für eine alte Rezeptur. Wo steht denn die da ruft? Okay, da hinten sind so eine Viecher. Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Ach so, wer sollen denn
uns nur erstmal anschleichen. Schön leise. Bleib mal ruhig. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Hey, wir können reiten. Also, juhu. Braver Junge. Das ist schon... Ja! 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 Lauf! Haha. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verbindung für sie. Ja, erstmal reden wir mit Baal. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. An. Ja! Nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Ach, nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär.
Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal wegen den Nebenmissionen. Okay, doch nicht. Die Spur der Kriegsherrin. Das ist das, was wir jetzt machen sollen. Okay, Aufträge. Können wir erstmal das machen? Die Welt ist größer geworden. Ups. Oha. Mit dem Vieh, also Sachen. Ach nee, da ist ein Vieh, was uns... verfolgt. Jetzt passiert hier. Ah, oh, jetzt habe ich mein eigenes Vieh, glaube ich. Oder ist das hier mein Vieh? Vielleicht verletzt oder so. Wir können ja erstmal noch mal kurz hier Pfeile herstellen. So, den haben wir. Wo ist mein Vieh? Da ist es. Na, komm hoch hier. Eine Reitmaschine findet hier keinen Halt.
ist mein Name gegen den Berg flog. Hast du ihn nicht zurückgeschickt? Grata, dir geht's gut. Du warst allein hier draußen. Wie immer. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Die Urmutter hat vielleicht zu tun, Grata, aber ich kann deine Kaninchen jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und ein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. So, Fleisch sammeln. Wo ist denn mein Tierchen? Komm her, Pferdchen. Was auch immer du bist. Sehr interessant aus gerade. Ich kann also nichts einsammeln, während ich auf dem Vieh sitze. So, zeigt mal her, was ihr so habt. Nur Kaninchen. So, eins hätten wir. Oh, gutes Fleisch. Bin ich eben eins hier getroffen? Ja, eins liegt da. Noch eins. Okay. Es schneit. Eins brauchen wir noch. Häschen, wo bist du hin? Na, ah, da wie blöd.
So, den haben wir auch. Rollt jetzt das Fleisch runter. Nimm mit. Okay. Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Es ist nicht weit von hier. So, kann ich den eigentlich irgendwie auch reparieren, wenn ich den kaputt gemacht habe? Höher gehen wir also nicht? Okay. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Grata mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausweg zu gelangen. Okay, ich sollte das Vieh hier lassen. Da müssen wir hoch. So, okay. Nee, da geht's nicht hoch. Da auch nicht. Hier vielleicht? Wie ist denn die Alte da hochgekommen? So, da ist es. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? So, da steht auch mein treues Reittier. So viel zum Thema Sicherheit. Oh, das ist ja gar nicht meins. Da habe ich jetzt fälschlicherweise gedacht, das ist meins. Oh, neue Fertigkeitspunkte. Präzision. Kann man immer gut gebrauchen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wer bist du? Achso, das sind die beiden. Die kennen wir ja schon. Die Sache endet hier. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal kurz hoch zu Grata.
Da ist Krater. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Na los, rief sie an. Ich hab Kaninchen für dich, Krater. Und deine Gebetsperlen auch. Sei vorsichtig. Im Becken ist es nicht mehr so sicher. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Krater, lange Zeit haben Rost und ich dir geholfen. Aber Rost ist fort und ich bin Sucherin geworden. Du musst stark sein, Krater. Wenn nicht für Rost oder mich, dann für die Urmutter. Okay? Urmutter, so viele deiner Schößlinge und Küken wachsen heran, werden stark und verlassen mich. Es ist dein Wille und die Erinnerungen sind mein Schatz. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Wie es weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.